Der Fußball lebt. Bisher bei 24/7 FC. Das war das Tor, das ziemlich sicher den Relegationsplatz bringen wird. Das ist wirklich ein Endspiel. Wir sind eine kleine Schülermannschaft, was sind wir? Alle Elf, die da auf dem Platz stehen. Wenn nicht jetzt, wann dann? It's all over in Kiel. Ah, happy end. Am I happy end? Am I happy end? Nie mehr in der zweiten Liga. Es kommt ein neuer Trainer hier nach Köln. Wie geht er das Ganze an? Was für eine Mannschaft findet er vor? Das wird, glaube ich, eine sehr spannende Zeit, wo man noch nicht weiß, wie das überhaupt zusammenpasst. Ah, das wird eine spaßige Zeit. Es ist für mich eine spannende Zeit gewesen. Wie jeder weiß, muss man in Österreich das Bundesheer abschließen. Man lernt hier sehr viel Disziplin, Respekt. Und das braucht man auch im privaten Leben natürlich. Und hier habe ich geschlafen, hier in diesem wunderschönen Zimmer. Nur das Frühaufstehen, das habe ich am Anfang nicht so sehr gepackt. Aber nach der Zeit ist es dann gegangen. Das Ende der Grundausbildung ist gerade vonstatten gegangen. Der Rekrut Ljubicic wird heute seinen Grundwehrdienst beenden und den Dienst beim 1. FC Köln antreten. Und der Rekrut Ljubicic ist hier eingerückt in der Kaserne und hat seinen Grundwehrdienst sehr gut absolviert. Kameraden, ihr habt einen Profifußballer unter euch, der bei Rapid gespielt hat. Seit gestern, 1. Juli, einen Vertrag beim 1. FC Köln hat. Der hat gemeinsam mit Ihnen einen harten Weg beschritten. 4 Wochen in der Basisausbildung mit Ihnen absolviert. Das Team lebt nicht nur von einem Spieler, das lebt von anderen Kameraden auch. Und da ist der Zusammenhalt richtig wichtig. Und das nehme ich auf jeden Fall mit, weil wir haben uns da richtig gepusht, richtig unterstützt. Bei jeder Arbeit, auch wenn es manchmal schwer war, haben wir es trotzdem geschafft. Und die Zeit werde ich natürlich nie vergessen. Da nimmt man immer irgendwas mit. Es ist sicher nicht alltäglich. Natürlich will man auch nicht, dass Sie irgendeine Schädigung für Ihren beruflichen Werdegang dann erleiden. Aber Sie sind doch Teil des Kollektivs und haben so gesehen keine Sonderbehandlung. Der Rekrut Ljubicic ist genauso wie andere 170 Soldaten hier eingerückt und durch eine Grundausbildung gegangen und wurde durchaus auch körperlich belastet und hat den militärischen Dienstbetrieb kennengelernt. Jeder Dienst hat anders ausgeschaut jeden Tag. Manchmal hat es gedauert bis 16 Uhr, manchmal bis 23 Uhr, manchmal bis 21 Uhr. Das war sehr verschieden. Und da musst du auch einen starken Kopf haben, weil es manchmal sehr intensiv wird. Und wenn ich euch jetzt erzähle, was ich jeden Tag gemacht habe, das dauert bis morgen, glaube ich. Aber wie gesagt, also hier erlebt man schon sehr viel. Dankeschön, vielen Dank. Genau, ich muss jetzt meine Sachen packen. Dann geht es Richtung meiner Wohnung. Dort wartet schon meine Familie. Und danach um 17.30 Uhr geht der Flieger Richtung Köln. Und ich freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe, weil ich brenne schon. The darkest days are far behind me.
inside the river. You must imagine that there is no future yet. 1-7-2. Passt, Wolfgang Rato. Auf Wiedersehen, alles Gute. Dankeschön, ebenfalls alles Gute. So, der Stadionsprecher sagt, willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Der Herr Lubicic aus Österreich. Herzlich willkommen. An dem Tag, wo wir gegrillt haben, ich war körperlich ziemlich am Ende, muss ich sagen, weil ich schwere Tage hatte beim Bundesheer, weil das schon intensiv war. Und ich habe das dann einfach abgehakt und habe mich auf meine neue Herausforderung konzentriert, auf die neuen Mitspieler kennenzulernen. Und das hat mir sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Ihr spielt für die Ehre, für den emotionalsten Club zu spielen. Wir sagen ja spürbar anders und das merkt man in dieser Stadt, weil diese Stadt ist komplett verrückt und komplett fußballverrückt. Der Herr Baumgart ist der wichtigste Mann, nicht nur für euch, auch für uns. Er hat gesagt, ich habe eine bestimmte Art Fußball zu spielen und das möchte ich gerne sehen. Und ich glaube, die bestimmte Art Fußball zu spielen würde den Kölner Fans, den Vereinsmitgliedern mehr als gefallen. Weil wenn ich eins gehört habe in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr, dann war es von vielen Fans, hey, können wir uns nicht noch mal ein bisschen begeistern. Und die gute Nachricht ist ja, ich glaube, wir kriegen wieder ein paar Zuschauer ins Stadion, wenn ich das richtig sehe. Und das ist gut für uns, das ist gut für euch, weil diese Zuschauer eben so ein paar Prozent mehr ausmachen, wenn sie richtig gut sind. Also macht ihnen eine Freude. Ich glaube, dass am Anfang sind wir natürlich viel Skepsis. Wir haben letztes Mal gezählt, ich glaube in den letzten, ich weiß gar nicht, 4 Jahren gab es hier 8 Trainer. So, und ich kenne selbst als Spieler und dann kommt der Nächste und erzählt eine Geschichte von dem, wie er sich was vorstellt und weiß ich was alles. Und das haben die Jungs und das gab früher bei mir ja nichts anderes. Und dann hast du das angehört und hast gedacht, alles klar, jetzt kommt der Nächste, gucken wir mal, wie lange das geht, wie der das denn handhabt. Ist es wirklich da was dran an dem, was er erzählt, wie er es erzählt? Ich glaube, da ist immer eine gesunde Skepsis dabei. Und da ist doch schon klar, dass die Jungs da nicht mit offenen Armen dich empfangen und sagen, toll, dass du jetzt hier bist und du bist der Nächste, der uns was erzählt, sondern einfach, dass man da erst guckt und sich dann versucht gegeneinander oder gegenseitig dann, ich sag mal, zu beschnuppern, näher zu kommen. Wie reagieren sie auf Sachen und so weiter? Und ich finde, das hat sich, das entwickelt sich ja immer noch. Unglaublichen Spaß am Trainer-Dasein. Das Offensichtlichste bei ihm ist ja die Lautstärke auf dem Platz, aber das ist nur eine Facette von vielen. Da finden sehr, sehr viele Gespräche statt, auch 1-zu-1-Gespräche. Er hat sehr viel Verständnis für die Spieler, aber gleichzeitig macht er immer wieder klar, worum es geht. Und dass er erwartet, dass alle bereit sind, mehr zu tun, als es vielleicht gewohnt war bisher oder auch als das, was Mitbewerber machen. Fragen ja viele, kannst du noch, wie hoch ist dein Blutdruck und geht das und macht das? Die Frage ist immer, könnte ich es anders? Also ich hätte ja auch gerne gesehen, dass ich vielleicht hätte anders Fußball spielen können, als ich es gespielt habe, aber konnte ich einfach nicht. Junge.
Der FC versucht sich, glaube ich, so ein bisschen aus einer Lethargie zu erwecken. Steffen Baumgart ist da, glaube ich, der Fixpunkt für diesen Erweckungsprozess. Ich glaube, da muss man so ein bisschen zurückblicken auf die letzten anderthalb Jahre mit der Corona-Pandemie. Ich glaube, der FC ist einerseits durch die Pandemie, auf der anderen Seite allerdings auch selbst so in eine Lethargie geraten, dass man, ich will jetzt nicht sagen, sich selbst eingeschläfert hat, aber die Fans waren nicht mehr da und man selbst hat gesagt, wir müssen irgendwie nur die Klasse halten und ob man Fußball spielt, ist das eigentlich egal. Hauptsache, man sammelt irgendwie die Punkte und so hat man dann auch Fußball gespielt. Ich glaube, das war so, glaube ich, auch der Gedanke, so verstehe ich es zumindest von den Verantwortlichen, dass man sagt, wir brauchen da jetzt jemanden, der als, ich sage jetzt mal, Rampensau vorne weggeht und den FC und diese Potenziale dieses Clubs wieder weckt. Die Spieler, den Club, die Fans, das Umfeld, alle müssen irgendwie wieder das Gefühl haben, beim FC passiert was. Und das kommt durch Steffen Baumgart total rüber. Ja, wie gesagt, heute keine Diskussionsrunde, einfach nur zuhören. Wenn einer was hat, einem was unklar ist, kann er jederzeit auch zu mir kommen. Wir werden es dann auch noch in kleineren Gruppen machen, so dass ihr immer die Möglichkeit habt, dann natürlich auch eure Gedankengänge dementsprechend zu oder was dazu zu sagen. Jeder muss in Bewegung sein und jeder muss dann dementsprechend auch, und das ist auch so eine Situation oder immer eine Sache, die ich erzählen werde, immer wieder auch sich Richtung Ball bewegen. Ich erwarte von euch, dass ihr das macht. Also geht davon aus, dass ich damit sehr gut leben kann, wenn das nicht immer gelingt. Man weiß genau, wo man dran ist, weil er dann auch wirklich sagt, was ihm nicht gefällt. Und daran können wir uns orientieren. Es ist immer schwer, wenn alles so ein bisschen schwammig ist und vielleicht der Trainer das nicht so kundtut, der Spieler nicht genau weiß, mache ich das richtig oder nicht. Sondern bei ihm weiß man dann schon, wo die Reise hingeht. Das tut weh. Das tut weh. Das soll aber wehtun. Weil das tut dem Gegner noch mehr weh. Gewinnen wir diese Bälle, tut es dem Gegner noch mehr weh. Das heißt, mir muss keiner kommen, ist es anstrengend oder weiß ich was. Interessiert nicht. Ich weiß, dass das weh tut. Ich weiß, dass das nicht immer gut ist. Und ich weiß, dass ich da viele Meter umsonst mache. Nein, also der Trainer wirkt nicht wie ein Offizier. Ja, ich hoffe ja nicht. Also ich bin ja keiner, der Befehle ausfüllt. Also so ist ja nicht. Sondern ich versuche, Sachen umzusetzen und versuche, die natürlich auch durchzusetzen. Warum? Weil sonst brauchen wir es nicht machen. Aber ich glaube, das, was die Jungs merken, ist einfach, dass es um den Erfolg geht und dann um die Sache und nicht um ihn oder um, wie soll ich sagen, um irgendwas darzustellen. Es geht immer halt um den Erfolg. Da ist das, glaube ich, schon ein bisschen anders als beim Militär. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier sogar lauter waren als das, was er in Österreich erlebt hat. Glaube ich zumindest. Aber wir können ja gern fragen. Ja, ist schon sehr laut, aber menschlich ist super, muss ich sagen. Also kommuniziert mit den Spielern und das ist sehr wichtig für einen Spieler, generell für einen Menschen, ja. Was ich meine, es kann nicht sein, dass einer in 30 Sekunden 100 Meter läuft und einer 5 Meter parkt. Das ist ein ganz klarer Hinweis. Worauf ist das ein Hinweis? Das, was wir haben wollen im Spiel, ist eine hohe Intensität und das über 90 Minuten. Dass man da mal Wellen hat, ist normal. Dass man mal nach 60 Minuten hat, ist alles okay. Aber wenn mich nachher einer fragt, warum er vielleicht auf dem Platz ist und vielleicht nicht, ist sowas ausschlaggebend. Wichtig ist, dass wir es verstehen, dass wir alle brauchen. Wir brauchen alle 11, die auf dem Platz sind. Und da kann sich keiner rausnehmen, weil sonst scheißen wir alle an. Also wir fahren jetzt den Hübers abholen, der wohnt leider noch im Hotel, ich glaube, das wird sich schnell ändern. Fahren wir ihn abholen und dann gehen wir, glaube ich, in ein Restaurant, ein bisschen Käffchen trinken, ein bisschen über alte Zeiten reden. Also viel Pause hatten wir jetzt nicht. Wie gesagt, nach der Saison jetzt auch die ganze Saison hat sich auch lang gezogen, ne, wegen Corona etc. Anschließend war halt die EM, was dann auch sehr, sehr gut gelaufen ist. War schon ein unbeschreibliches Gefühl, wirklich. Also man kann sagen, wir sind schon als Nicht-Favorit in dieses Turnier gegangen. Daran sieht man, dass wirklich Marktwert, Namen oder was weiß ich was
eigentlich nur Nebensache ist, wenn man als Team da unbedingt das Spiel gewinnen will und einfach ja, geil drauf ist, ich glaube, dann ist der Rest einfach Nebensache. Ich glaube, wir sind schon auf so einem Niveau, wo alle einfach kicken können und dass das da nur noch mental ist. Ne? Hübers. Thomas Kessler hier. Ja, moin. Kommst du runter? Ja, ich komme. Zwei Minuten. Geh mir ein Käffchen trinken, ja? Ja, aber, bis gleich. Aber ich habe mein Portemonnaie vergessen, zahlst du, oder? Ja, krieg ich und ich hab meins noch. Ciao. Bis gleich, ich komm gleich runter, sofort. Also, ciao. Natürlich ist Olympia was Großes. Ich glaube, das kann man nur einmal im Sportlerleben jetzt machen. Aber ja, ich habe mir meine Gedanken gemacht, mit meiner Familie darüber geredet. Und ich glaube, das wäre das Beste, jetzt einfach hier zu bleiben und ja, die Vorbereitung beim FC durchzuziehen und sich auf die nächste Saison gut zu vorbereiten. Sowas mal erleben zu dürfen, ich glaube, das dürfen nicht oder können nicht viele Menschen von sich behaupten. Deswegen hätte ich ihm das gewünscht. Aber ich habe jetzt auch nicht traurig reagiert, als er gesagt hat, er bleibt hier. Also das kann ich auch sagen. Hey, mein Freund! Guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank fürs Abholen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Die haben ja, was du willst, Vollausstattung. Wenn du willst, kann ich auch die Sitzheizung anmachen. Ah, es geht. Ist okay. erstmal bin ich gespannt, wie du mich hier durch den Großstadtdschungel fährst. Echt? Aber hast du Köln ein bisschen vermisst, sei ehrlich? Mir fiel es damals tatsächlich echt gar nicht so leicht, wieder hier wegzugehen. Ich meine, ich komme ja aus Hannover oder aus Hildesheim und kannte Hannover in- und auswendig und fand das Jahr damals ziemlich cool hier, muss ich sagen. Sowohl Stadt als auch Verein, aber auch die ganzen Menschen hier. Karneval natürlich auch. Alle ganz locker, ne, hier? Ja. Hast du denn überhaupt schon eine Wohnung gefunden? Leider nicht. Ich habe jetzt zwei Besichtigungen gehabt. Eine Absage, von der anderen warte ich noch auf eine Rückmeldung. Die haben dir abgesagt? Naja. Kann man dir kaum absagen? Zu glauben, ne? Warum? Einfach weiß auch nicht. Sympathie? Wahrscheinlich. Einen schlechten Eindruck gemacht. Ja. Echt? Ja, scheinbar. Mir das einfach nicht zugetraut, dass ich mir das leisten kann. Ehrlich. Ah. Wunderschön hier. Sind immer so hier. Dingens, ne? Was ist das? Diese Fläche hier ist immer so, wie so ein Trödelmarkt machen die das dann immer. Also ich dachte, das wäre Autotreff, wo der hier nein, Alter. Mercedes hier lang schippert. Immer so riesen Trödel oder keine Ahnung, Flohmarkt oder irgendwie sowas, weißt du? Ja. Machen die immer. Sollen wir reingehen oder was? Über unser Neuzugang. Timo. Moin. Unser Neuzugang. Okay. Ich zeige ihm ein bisschen die Stadt deswegen. Ja, schöne Stadt hier, ne? Ja, ist super. Ich war aber schon mal hier. Ja? Dann war er weg und jetzt ist er wieder hier. Aber so weit jetzt draußen aus der Stadt. Ich hoffe. Freust du dich auf die Saison? Ja, weiß nicht, ist halt Abenteuer, ne? Erste Liga wieder, letzten beiden Jahre mit Hannover zweite Liga. Von daher, jetzt direkt im Training auch gemerkt, schon ein bisschen anderes Tempo. In anders, ne? Ich meine, ich habe ja schon ein paar Bundesligaspiele gemacht, das war schon... Dankeschön, Rudi. Ist auch schon cool, zweite Liga, aber erste Liga ist halt nochmal was ganz anderes. So, das ist ja das, wovon man als Kind träumt, ne? Ja. Bei dir, Sully, never change a running system. Nochmal zwei Jahre Köln, oder wie? Ja, ich habe verlängert vor kurzem. Konntest nicht weg von Mama und Papa, ja? Doch, ich muss sagen, ich war ja auch eine Saison in Kiel. Hat mir persönlich auch gut getan, glaube ich, aber... Die Gespräche waren einfach gut. Ne? Ich war ja ablösefrei. Ich habe auch echt viele Anfragen bekommen gehabt. Auch durch die EM, die wir dann gewonnen haben. Aber ja, die Gespräche mit dem Trainer, generell mit den Verantwortlichen, da waren einfach gut. Ne? Aber muss ich sagen, das ist damals auch so gehabt. Man ist irgendwie so ein bisschen das Kind aus dem eigenen Nachwuchs. Und wenn man dann ja mal ein Jahr rausgeht, ich weiß nicht, mir hat es damals echt eine Menge gebracht. So auch als ja, ich auch, sage ich ja. Das erste Mal so ein bisschen selbstständig werden. Ein bisschen Wohnung, eigene Wohnung. Sich um alles kümmern, was sonst vielleicht der Verein oder die Eltern noch so ein bisschen die Hand drüber hatten. Auf einmal musst du waschen, ne? Wie funktioniert eine Waschmaschine? Corona, Junge, du warst der Erste, der Corona hatte. Ich war der Erste, ja. Ich sag mal so, ich war, glaube ich, der Erste, der halt positiv getestet wurde. Ob ich jetzt unbedingt der Erste war, das weiß ich nicht. Ich vermute... Das Problem ist, Jannis war bestimmt zum gleichen Zeitpunkt auch schon positiv, aber ich war halt der Erste, der getestet wurde. Und daraufhin wurde halt die ganze Mannschaft getestet. Was dachtest du hier im ersten Moment, sei ehrlich?
Ich hätte halt niemals gedacht, dass ich es habe. So, das war. Hast du irgendwas gemerkt? An dem Tag noch nicht. Danach hatte ich schon ein bisschen, 2-3 Tage, ein bisschen Grippesymptome. Hab 2 Wochen nichts geschmeckt. Das war echt krass. So Medieninteresse. Jeder wollte halt irgendwie mit mir sprechen. Und boah, das war. Alle wollten wissen, wie du dich fühlst, ne? Ja, ja. Ob du irgendwas. Das krass. War heftig. Hätte ich drauf verzichten können, gerne. Ehrlich? Ah ja. Jetzt Vorbereitung, ne? Ja, ja. Ersten Vorgeschmack bekommen, ne? Die ersten Tage. Auf jeden Fall. Trainingslager steht an. Wart ihr das schon mal in Donaueschingen? Aber ist echt schön, na wirklich. Ja. Also. Nur bloß die Trainingseinheiten nicht werden, ne? Ja, die Trainingsplätze im Trainingslager, die liegen sehr idyllisch. Da denkt man wirklich, ja, ich laufe vom Bauernhof wirklich auf den Platz. Schön anzusehen, wenn du am ersten Tag kommst und alles ist irgendwie so zugewuchert, dass du nicht weit sehen kannst, wenn du auf dem Platz stehst und du guckst nebendran. Und nach dem dritten Tag ist auf einmal alles weggepflügt. Es ist aus meiner Sicht leichter, mit zu wenig, was auch immer das ist, Spielern eine Vorbereitung anzugehen oder eine Sommerpause anzugehen und dann zu ergänzen. Insbesondere deshalb, weil der Markt sich verändert hat, die Nachfrage nach Spielern gesunken ist oder eher sinkt im Vergleich zu damals und wir deshalb auch definitiv einen Kader haben, der finanziell, aber auch vom Arbeiten hier aus sportlicher Sicht zu groß ist. Also ich würde mich von euch verabschieden. Ich würde den Verein verlassen. Es waren richtig schöne 3 Jahre. Sehr erfolgreiche Jahre. Viel erreicht, und aufgestiegen und die Klasse gehalten. Das ist der richtige Zeitpunkt für mich zu gehen. Und genau, jetzt möchte ich einfach hier, wollte ich nochmal danken für die schöne Zeit. Und kann ich vielleicht nochmal persönlich von ein paar von euch verabschieden. Aber ich wünsche euch viel Erfolg für die nächste Saison. Und das war's eigentlich schon. Ich würde sagen, guten Appetit. Bis ganz bald. Ja, meine Zeit hier kommt am Ende. Ist ein bisschen speziell, weil ich habe hier zwei sehr schöne Jahre gehabt und ja, glaube ich, dass noch immer speziell bleibt und einen speziellen Platz in mein Herz kriegt. Ja, es ist eine spezielle Stadt, habe ich noch nicht oft so eine Stadt gesehen mit so speziellen Menschen. Und ja, es ist ein bisschen speziell, das hier zu verlassen, aber ich glaube ja, dass die richtige Zeit jetzt ist. Diese kommt auch noch immer mit. Ja, ich habe mir mit meiner Familie entschieden, um nach Wolfsburg zu gehen, weil sie auch europäisch spielen und ich glaube, dass das die gute nächste Schritte ist für mich. Und ich habe natürlich auch Goals in meinem Leben und diese will ich auch erreichen. Sensationell, jetzt Bardo Tor! Kopfball Bardo! Und das Ding wird zählen! Ich glaube, dass ich das Verein nicht allein gerettet habe, aber für mich war das auch sehr emotional auf das Moment. Und wenn ich dann dieser schöne Verein Hilfe kann, dann habe ich das sehr gerne gemacht und das ist so, ich habe mir, glaube ich, immer 100% gegeben und das war sehr emotional und ja, das ist, wollte ich sagen, für alle die schönen Momente wollte ich gerne auch immer etwas zurückgeben und wenn ich das dann so zurückgeben kann, lass uns sagen, dann ist das sehr schön für mich. Am 14. Dezember weiß ich noch nicht wie spät, aber weiß ich schon. Und ja, wir starten in Wolfsburg, hatte gerne hier gespielt am Weihnachten, weil es immer speziell ist. Aber ja, ich kann nicht warten, dass wir noch eigentlich gegeneinander spielen und gegen ja, doch viele Freunde spielen können. Es war ja immer mein Ziel, irgendwann auch wieder an die Mannschaft heranzurücken.
Deswegen habe ich ja dann nach Beendigung der Karriere das Trainee-Programm begonnen. Ja, und wie der Fußball eben so ist, ist es wenig planbar. Und dass ich nach einem Jahr jetzt wieder hier sitze und das Trainingslager mit der Mannschaft bestreiten darf, ist für mich natürlich eine schöne Geschichte. Ja, ein paar Torwarttalente dabei, ne? Wahnsinn! Ja. Es ging jetzt in erster Linie darum, dass auch die vielen Rückkehrer vom Trainer einmal begutachtet werden können. Auch jetzt vor dem Trainingslager sind ja auch nochmal Spieler zurückgekommen, wo der Trainer sich ein Bild machen will. Und da werden die nächsten Wochen jetzt zeigen, wie die Tendenz hingeht. Aber der Trainer hat sich bisher bei mir jetzt noch nicht über die Gruppe beschwert und hat gesagt, nimm mir 10 Jungs hier weg. Aber es ist klar, dass wir bis zur Saison noch die ein oder andere Entscheidung treffen werden. Völlig ungewohnt, dass man wieder in einem Stadion ist. Und heute kann man es ja wirklich sagen, es ist ausverkauft, 6000 Zuschauer, alles voll. Okay, Jungs, geht gar nicht um viel, sondern es geht um eins. Der Name ist das eine, die Mannschaft ist das andere. Das ist ein großer Name und keine große Mannschaft. Wir sind jetzt 2,5 Wochen im Training, haben 2,5 Wochen was versucht, indem wir uns weiterentwickeln wollen. Das muss klar zu sehen sein. In der Aggressivität, in der Klarheit des Spiels und in dem, was wir wollen. Und hier geht es nur darum, es ist ein Testspiel, wo es darum geht, das zu gewinnen. Das sind die beiden wichtigsten Sachen im Fußball. Tore verhindern, Tore schießen. Was macht mehr Spaß? Tore schießen, also raus und schießt welche. Los geht's. Zusammen, Männer. Zusammen. 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 Haben wir noch einen Ball? Mit Ball ist besser. Haben wir noch einen Ball irgendwie? Wir brauchen Ball. Der FC Bayern in dunklen Auswärtstrikots, der FC. Klassisch, im Weiß. Alle so kleine Zocker, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, wink mal, alle. Danke. Ja, den Ball. Wir haben Ball. Ja. Gib mal zum Ut den Ball. Ich. Chef. Chefsache. Komm! Oh! Hey! Oh! Du pfeifst alles ab! Nein, du pfeifst aber alles ab, weil ich was. Jedes Mal nur, weil die Fans draußen schreien. Komm, ey, hau weiter auf jetzt, komm! Das ist eine gute Gelegenheit für den FC. Muss rein, ey, der muss rein. Oh, Richards, leichter Ballverlust. Und der FC, kein Abseits, Fahne bleibt unten. Jan Thielmann gegen Ulreich, 1-1 Ausgleich. Super Ball, gut. Ist anstrengend, aber das brauchen wir. Das brauchen wir wirklich. Aber Klasse, Jan! Eiskalt, bravo, Junge! Super Lauf, Tiefe brauchen wir, sehr gut! Ich kann nicht mehr. 20 Minuten, Alter. Ich glaube, das mag für unser Spiel, aber auch für die Konstellation, mit der wir in die Saison gehen, dass er da schon eine Schlüsselrolle einnimmt, weil er uns erstmal sofort besser macht. Moritz Mosander, 19 Jahre, auch aus dem Nachwuchs. Gucken drauf und der FC geht in Führung. Den einfach willst du nicht, ne? Ja, normal. Jetzt hast du wieder Luft, ne? Ja, aus Versehen. Hey, wo hast du den her, wo? Aus Versehen, ausgerutscht. Es
schon wieder schön, einfach Emotionen mitzuerleben im Stadion. Klar haben wir das auf dem Feld auch, aber dass da jetzt wieder Bewegung reinkommt, beziehungsweise die Tribünen gefüllt sind, das tut uns wahrscheinlich sehr gut. Taylor Booth holt sich den Ball. Komm, Choupo-Moting. Wer macht's? Booth. Und 2-2. Joshua Zirkzee. Okay. Kein Problem, Rafa. Ich bin seit Minute 1 im roten Bereich. Ich komme da auch nicht mehr raus. Jungs, ganz kurz. Gibt nur zwei, drei Sachen. Erstens, dass alle kaputt sind, dass alle müde sind, dass es schwer ist. Ganz normal. Das wird überhaupt nicht bewertet. Wirklich, meine ich ehrlich so. Wichtig ist, wir müssen gucken, dass wir, wenn wir nach vorne attackieren, dass wir Mut haben. Ganz ehrlich, Jungs. Das, was funktioniert, wenn wir es machen, es funktioniert wirklich. Auf geht's, Lepperle, Junge. Laufe, 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 meine Bäsche. Ah, der blinde Hut, ey. Ich. Die Testspiele sind schon anders. Wobei ich bei den Testspielen ein bisschen meine Sorge habe, weil es keinen echten Bundesliga-Gegner gegeben hat, selbst die Bayern nicht. Was bedeutet Härtetest? Also das ist dann immer, welcher Gegner müsste es sein, um dann einen richtigen Härtetest zu haben? Ich glaube, das, was wichtig ist, und das versuche ich ja den Jungs auch immer wieder mitzugeben, es geht um unsere Prinzipien und die kann ich in jedem Spiel abrufen. Die haben nichts mit dem Gegner zu tun, ob der eine vierte Liga oder eine dritte Liga ist, sondern es geht um die Prinzipien, die wir einfordern, dieses Arbeiten gegen den Ball, diese hohe Intensität. Und da muss ich sagen, die habe ich in jedem Spiel gesehen. Die habe ich dann auch in jedem Spiel verbessert gesehen. Sachen, die wir angesprochen haben, wurden versucht umzusetzen. Und trotzdem habe ich keine Garantie, dass mir das gegen Hertha und gegen Bayern in den ersten zwei Spielen gelingt. Ich finde diese fordernde Art von ihm sehr gut, weil er nicht einfach nur die Dinge so hinnimmt, sondern auch in Diskussionen einsteigt. Ja, schwieriges Thema, Martin, da geht es natürlich auch darum, ne? Sollen zweite Mannschaften dritte Liga spielen dürfen? Ja, nein, dann ist natürlich immer noch die Frage, wenn wir hier das 3-2 sehen. Marco Hutz bedient von Kainz und die Kölner gehen in Führung. Einfach schön, einfach schön. Das kann mich auf die Palme bringen, weil ich einfach glaube, dass das nicht gewinnführend ist. Wenn ich Spiele beobachte, dann zähle ich für mich immer, wie viele Bälle kommen wirklich mit der Hacke an, wie viele Bälle kommen mit einem direkten Pass an, gerade im engen Bereich, wie viele Bälle kommen mit einem zweiten Kontakt an, wie viele Bälle kommen an, wenn ich klar spiele. Das ist ja für mich entscheidend. Für mich ist ja entscheidend, welchen Gewinn habe ich damit. Da kann das durchaus mit der Hacke gut aussehen. Aber wenn man daraus, verspielt wird, um besonders gut auszusehen oder es besonders gut aussehen zu lassen. Da sage ich immer, das Tor des Monats ist schön, das ist wichtig. Aber gewinnen tust du mit den 10 Bällen, die du über die Linie legst, die du klar spielst. Mit den Bällen gewinnst du. Mit dem Tor des Monats gewinnst du nicht mal oft Spiele. Sieht zwar schön aus, aber du gewinnst nichts. Und ich bin jemand, der gewinnen möchte. Und da ist halt jedes Tor auch schön, egal wie es gefällt. Auf King, viel Spaß. Ah, easy, lässt sich feiern da drüben, geil. Und? Der OT ein paar Läufe gemacht oder was? Wo steht er denn? Wie viele Spiele laufen denn insgesamt? Steht er denn? Marc Ut. Hannes macht dich fertig. Gleich. 7,8, 27. Ich gehe jetzt hier noch 1-2 Meter. Da ist kein Lauf getrieben. Das nervt mich! Jonas, was gehört immer? Wenn ich gar Hacke zu dir machen wollte, in die Luft, die keiner ausgeprägt ist. Bei Marc auch, ne? Klappt aber auch einfach nie, ne? Mann, immer wieder. Immer weiter. Jetzt haben die Bayern Platz, Raum und Zeit zum 3-3. Oh, Alter, Weltklasse. Hat er den noch berührt? Ja, gibt Ecke. Geil.
Weltklasse-Technik. King hat den noch weggekratzt. Wer ist das eigentlich? Der ist gar nicht so schlecht, ne? Da waren zwei, drei, die waren tief, ja. Ey, die waren so klein, ne? Die so wie schnell, ich hasse das. Ja, ich mag das also. Ey, du kommst doch nicht hin, dann machst du einen Haken. Spieler, das ist nichts für mich. Ich bin halt Spekulatius, sein Vater, ne? Und wenn einmal falsch entscheidet, ist das vorbei, ne? So, das ist es. Erster Auftritt, Julian Nagelsmann, 90 Minuten. Oh, erste Mal gegen Bayern gewonnen. Ja, habe ich schon in der Bundesliga. Doppelpack, 2-0 gewonnen, hopp. Ja, bin ich auch. Alter, du bist ein schöner Bus. Ich hab mich totgelacht. Also diese Hacke, ich hab mich totgelacht. Ich wusste das. Schön nur aus, scheiße. Aber es klappt auch nie, ne? Da, ja, es war nach dem zweiten, weißt du, da war ich Höhenflug. Schon hier durch die Arena geflogen. Geiler kommt das, sieht immer einfach aus. Wie wohl fühlen Sie sich jetzt hier wieder in Köln zurück zu sein? Ja, ich fühle mich natürlich sehr wohl. Ich bin zu Hause und ja, freue mich sehr, hier zu sein. Jungs haben mich wieder super aufgenommen. Ich kenne noch einige von der Leihe und es ist einfach schön für mich, wieder zu Hause zu sein. Ich glaube, die Stimmung ist gut. Wir haben eine gute Truppe zusammen. Hat auch damit zu tun, weil wir gut arbeiten. Mal schauen, wie es jetzt ist, wenn es um was geht. Da kristallisiert sich das ja immer raus. Da ändert sich ja auch manchmal die Stimmungslage. Und da hoffe ich einfach, dass es positiv bleibt. Trainingslager ist immer anstrengend. Es kommt immer drauf an, was wir machen. Nur gestern Nachmittag, das war schon anstrengend. Dieses Intensive, dieses Jahren. Schlaufen. Wie das Trainerteam mit der Mannschaft umgegangen ist, nach zwei Tagen im Trainingslager mit zwei Testspielen, war man das aus der Vergangenheit eher gewohnt. Na ja, gut, dann ist der Montag eher so der regenerative Tag und dann geht es am Dienstag wieder weiter. Dieses Trainerteam hat die Spieler am Montag nochmal richtig leiden lassen. In über zwei Stunden mit einer ordentlichen Krafteinheit zum Schluss, mit Tempoläufen, mit Spielformen. Für mich war dieser Montag ein entscheidender Tag in der Wahrnehmung dieses Trainerteams, auch wie sie zusammen agieren, dass da zumindest das Fundament geschaffen wird für eine erfolgreiche Saison. Aber der Uwe, musst du wissen, der weiß immer, wo die Süßigkeiten sind. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Was machen wir denn heute im Training? Ich mache das da hinten. So, und dann ist Ende. Kleine Sprünge, große Sprünge ab. Hauptsächlich Einbeinstabilität und Einbeinsprünge. Ja. Mit Fangübungen. Ja, die Torwartsituation, wie ich sie vorgefunden habe, ist eben folgende. Du hast mit dem Timo natürlich einen sehr erfahrenen, langjährigen Stammtorhüter, also eine Nummer 1. Du hast mit dem Marvin Schwäbe einen, sage ich mal, jungen, talentierten, aber auch schon erfahrenen Torhüter dazu bekommen. Du hast mit Jonas Urbig einen sehr, sehr jungen, talentierten Torhüter, der wirklich jeden Tag Gas gibt und wo man das Talent schon erkennt. Und mit Matthias Köpping hast du jemanden, der einfach, sage ich mal, der gute Launebär ist, der aber jeden Tag Gas gibt im Training und einfach, wenn er gebraucht wird, da ist und der immens wichtig ist für die Torwartgruppe oder auch fürs Team. Und steh, zack, und komm, rüber, bap, jawohl, und komm, zack, gut. Ich hatte ein langes Gespräch mit ihm im Trainingslager. Habe ihm gezeigt, wie ich arbeiten möchte, wie ich ihn sehe. Habe ihm schon einige Videos auch schon gezeigt von den Trainingseinheiten, von den Spielen, wo ich Verbesserungsbedarf auch sehe, dass er auch verstanden hat. Und ich habe ihm aber auch deutlich gesagt, den Weg, den ich gehen möchte mit ihm, brauche ich ihn dazu natürlich, weil sonst geht es natürlich nicht. Das war okay. Für mich ist schon mal wichtig, wenn ich deine Spiele angeschaut habe, die letzten, warst du eher, wenn sowas war, warst du eher so hier gestanden. Weißt? Jetzt stehst du schon mal breiter. Das ist schon mal ein Fortschritt in dem Sinne. Dass, ja, jetzt musst du halt nur schauen, gehe ich schon runter oder bleibe ich noch oben. Weil siehst, wenn du jetzt oben bleibst, machst du so, danke, geht's weiter. Ja.
Weil die schauen auch nicht mal hoch. Die schauen nicht immer hoch, sagen wir es mal so, wenn sie reinlaufen. Ich war selbst bis 14 Torwart, habe eigentlich eine Torwartkarriere angestrebt. Glaube auch, dass ich von den Bewegungsabläufen, die ein Torwart hat, viel besser geeignet gewesen wäre als Spieler. Und deswegen fühle ich mich dann auch in der Lage, zum Torwart was zu sagen. Deswegen war ich nie im oberen Bereich Torwart, deswegen ist am Ende trotzdem Gospo schon dann die letzte Instanz dann auch. Aber für mich ist halt wichtig, du weißt es selber, du musst in der ersten Minute den Ball festhalten und wenn es geht in der 90. auch noch. Ja, und darauf, genau, ja, mal wichtiger denn ja genau, logisch. Und dann dadurch ist halt mein Training oder so ist mein Training eben aufgebaut, eben, dass es halt, es tut weh, ist halt normal so, mein Gott. Sind Berufsfußballer, die verdienen damit ihr Geld. Also kann es auch mal ein bisschen wehtun. Timo wird ganz klar die Nummer 1 bleiben, das ist auch ganz klar kommuniziert. Ich finde, er macht es auch sehr, sehr gut. Ich finde auch jetzt, und das ist ja mal wichtig, auch ein Torwart kann sich ja auch im höheren Alter nochmal entwickeln. Ich glaube, das ist unabhängig, dass Andi hier vorher sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, mit Gospo einfach nochmal ein neuer Impuls dann kommt. Ich glaube, das ist dann auch mal wichtig, auch mal vielleicht was anderes zu hören. Jonas, gewöhn dir gleich an zu sprechen, auch in der Defensive. Hörst du? Organisier, sag, wo der Mann ist. Zurückköpfen oder nicht, je nachdem. Gib ihm irgendetwas mit. Ja, natürlich freut man sich nach jetzt 5 Wochen Vorbereitung, die ziemlich intensiv war, nicht nur für die Spieler, sondern auch fürs Trainerteam. Ist klar, alle neu, alle müssen sich kennenlernen, die Arbeit muss miteinander verknüpft werden. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir das ganz gut hingebracht haben. Jetzt startet es im Pokal gegen Jena und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir gut in die Saison starten, was ganz wichtig wäre, vor allem das erste Spiel auch positiv zu gestalten, dass man den Schwung dann auch mitnehmen kann in die Bundesliga. Ich bin im Moment davon überzeugt, dass wir sehr, sehr gut auf die Saison vorbereitet sind, was leider noch nicht bedeutet, dass wir gleich Siege einfahren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen können, halte ich für gegeben. Ich glaube, das kann alles wirklich gut funktionieren und wir können Früchte davon tragen, aber es kann auch sein, dass es Tage gibt, wo es nicht so funktioniert und da kriegen wir vielleicht auch mal eine auf den Deckel. Aber man weiß es eben noch nicht genau. Ich glaube, wir gucken alle dem Ganzen positiv entgegen, weil wir auch gute bis ordentliche Leistungen gezeigt haben in den Vorbereitungsspielen. Deswegen sind wir auch so positiv. Ich sag mal ganz ehrlich, mein inneres Ziel ist irgendwann mal nach Berlin, nicht zu meiner Familie zu fahren, sondern ins Olympiastadion, wenn es voll ist, um diesen einen Pokal zu spielen. Das ist eins meiner persönlichen Ziele, was ich irgendwann mal möchte in diesem Bereich. Und dazu zählt das erste Spiel. Das hätte gegen Bundesligisten sein können. Ich glaube eher weniger, eher jemand, der vielleicht in der zweiten Liga ist. Oder es hätte jetzt Carl Zeiss Jena sein können. Also musst du dieses Spiel genauso konzentriert angehen wie jedes andere Spiel. Das ist ein Wettkampf. Baumgart sagt, wie jeder andere Trainer auch, im Pokal geht es nur ums Ergebnis. Aber es wird auch schon so ein bisschen um das Gefühl gehen, um das Gespür für die Spieler, ob das, was sie jetzt wochenlang trainiert haben, funktionieren kann. Da muss der FC sich zusammenreißen und abliefern. Jetzt geht's los, die Ergebnisse müssen auch stimmen. Sonst kann es ja hier auch ganz schnell werden, dass die Stimmung kippt. Das wissen wir alle, die schon länger als diesen Sommer da sind. Also da reicht ja schon ein Jahr hier in Köln. Ich glaube, dass die Jungs sich darauf freuen. Ich glaube auch, dass die Jungs langsam von alleine gelassen werden wollen. Und das werden wir dann sehen, ob wir das in Jena umgesetzt kriegen. Okay, Jungs, ich weiß nicht, wie Ansprachen sonst laufen. Bei mir werden sie laut sein, bei mir geht es dann immer um das Gleiche. Haltet zusammen, geht als Einheit raus, scheißt auf Fehler und marschiert nach vorne. Jungs, alles, was wir brauchen, um solche Spiele zu gewinnen, nicht nur das heute, steckt in uns, habt ihr drauf. Helft euch, seid positiv und Leute, egal was kommt, habt Spaß. Wir sind draußen, ich bin draußen bis zur letzten Minute. Das Einzige, was ich von euch immer erwarte, bis zum letzten Gas geben, egal wie steht. Das wird unser Weg. Lasst uns nach vorne marschieren, lasst uns Tore machen, lasst uns Sieger einfahren. Also, alle raus und Vollgas! August 2021. Es geht wieder los und damit willkommen hier vom Ernst-Abbe-Sportfeld. Heute also Carl Zeiss Jena als der große Herausforderer auf dem Platz.
keine gute Kunde hier vom Ernst-Abbe-Sportfeld. Es hat das 0:1 gegeben, beziehungsweise die Führung für Carl Zeiss Jena in der 5. Minute. Also da deutet sich ein schwieriger Pokalauftakt an. Ich bin im Fußball kein ängstlicher Mensch. Natürlich mache ich mir Gedanken, wie jeder andere auch, was passiert, wenn und wie. Kann man auch nicht von der Hand weisen. Aber ich habe jetzt Jena und nach Jena werden wir gucken und nach Jena werden wir Jena auswerten, ob positiv oder negativ. Also habe ich schon meine eigenen Ziele, aber mache mir weniger Gedanken über einen Fehlstart, sondern freue mich auf die Saison, freue mich auf die Leistung der Jungs und bin fest davon überzeugt, dass wir das sehr, sehr gut machen können. Hoffe auch, dass die Ergebnisse dementsprechend folgen. Mit einem 0:1 aus Kölner Sicht geht es also für beide Mannschaften in die Kabine. Der FC, die spielbestimmende Mannschaft mit deutlich. Was ist passiert? Wir haben zweimal aufs Tor geschossen, einmal getroffen. Das, was wir natürlich nicht gemacht haben, ist, dass wir Geschwindigkeit auf den Ball kriegen. Dass das schwer ist bei dem Boden, das ist alles klar. Deswegen ist wichtig, dass wir dranbleiben, immer auf die zweiten Bälle gehen und weiterspielen. Bleibt in dem Tempo. Lasst euch nicht davon leiten, dass einer das Gefühl hat, das ist kein gutes Spiel. Wir gewinnen die Zweikämpfe, wir holen jeden Ball zurück, wir haben Ballbesitz. Was wir nicht schaffen, ist konsequent nach vorne durchzuspielen. Das heißt, wenn wir konsequent durch sind, dann durchaus nochmal gucken, dass wir in den Strafraum kommen, dass wir den Ball nochmal hier vorne reinlegen, noch ein bisschen ruhiger, dann in diese richtigen Position kommt. Und dann gehen wir auf Abschluss. Dranbleiben, Tempo hochhalten, auf Abschluss gehen. Nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen Geräuschen von außen oder irgendwas. Easy. Das ist nur ein Fußballspiel. Du stehst da draußen und überlegst, wie die Welt funktioniert. Nein, mach das, was du kannst. Nimm Geschwindigkeit auf, nutz den Raum, den du gleich kriegen wirst und geh nach vorne. Mehr will keiner. Jungs, nochmal. Und das kann ich nicht verstehen. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Das, was ich verlange, ist da. Jetzt können wir sagen, wir müssen ein bisschen schneller spielen. Da sehen wir auch, dass das nicht einfach ist. Ein bisschen Tempo, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Eier und dann geht's weiter. Okay? Bis zur letzten Sekunde. Und dann ziehen wir das Ding auch noch. Okay? Der Vorteil hatte die Corona-Zeit, dass man wirklich gut kommunizieren konnte auf dem Platz. Aber wenn der Trainer dann trotzdem irgendwie die andere Seite erreicht, verkehrt ist es auf jeden Fall nicht. Und Steffen Baumgart wird gleich reagieren und einen Doppelwechsel vollziehen. Elias Kiri macht sich bereit und Sebastian Andersson. Hector auf Marc Uth, der kurz vor der Torauslinie spielt zurück. Skiri, Tor! Elias Kiri, kaum auf dem Feld, macht den Ausgleich. So wünschst du dir das als Trainer. Und dann geht's tatsächlich in die Verlängerung. Marvin ist genau das, was wir uns vorgestellt haben. Nicht eine Nummer zwei, sondern wirklich jemand, wo ich zumindest das Gefühl habe, wenn Timo was passieren würde, dass ich ihn jederzeit ins Tor stellen würde und stören könnte. Und damit hat er sich das auch verdient, im DFB-Pokal dann seinen Wettkampf zu kriegen, auch seinen klaren Wettkampf zu kriegen. Und das haben wir auch mit den Torhütern besprochen. Abschluss in die Kölner Hälfte. Noch pfeift er nicht ab. Mal kommt zu Marvin Schwäbe, jetzt der Pfiff. Und damit wird es maximal spannend in dieser ersten Pokalrunde. Elfmeterschießen zwischen Carl Zeiss Jena und dem ersten FC Köln. Schwäbe auf der Linie, hochkonzentriert. Ball ist freigegeben. Und Schwäbe hat ihn, taucht ab ins rechte Eck und hält diesen ersten Elfmeter. Und da ziehe ich jetzt schon mal meinen nicht vorhandenen Hut. Tim Lemperle, der FC-Youngster, übernimmt die Verantwortung und tritt hier als erster für seine Mannschaft an. Lemperle gegen Sedlak. Lemperle, ganz souverän. Oh, als wenn er nichts anderes macht. Ganz cool, unten rechts ins Eck. Bürger gegen Schwäbe. Kann er da gleich den nächsten halten? Ball ist freigegeben. Schwäbe hat ihn. Schwäbe hat auch den. André Duda hat es jetzt auf dem Fuß. Wenn er trifft, steht der erste FC Köln in der zweiten Runde. Und dann ist es egal. Das ist haarscharfer. Hauptsache weiterkommen. Das hat auch Steffen Baumgart vor diesem Spiel gesagt. André Duda gegen Sedlak. Nochmal durchatmen, Duda läuft an, Duda trifft, Tor, Tor Duda und der FC steht in der zweiten Runde.
Ich denke, wenn man in der ersten Situation natürlich irgendwo das Gegentor bekommt, spielt es dem Gegner natürlich oder dem Underdog ein bisschen mehr in die Karten, ist ja ganz klar. Die stellen sich ja ein bisschen tiefer, können uns kommen lassen, können sich tief stellen und ist natürlich nicht das, was wir uns auch vorgestellt hatten, ist ja auch ganz klar. Ja, dementsprechend wurde es natürlich schwieriger und schwieriger. Zum Glück haben wir trotzdem das eine Tor noch gemacht und hatten uns dann zumindest ja in die Verlängerung ins Elfmeterschießen gerettet, mehr oder weniger. Ja, man ist auf jeden Fall stolz, sein erstes Spiel gemacht zu haben, weitergekommen zu sein und am Ende natürlich mit einem guten Ende, wo ich mich auch selbst zeigen konnte. Ne? Schwebe schwebt in die nächste Runde, keine Ahnung. Es ist normalerweise immer so, dass ich in dem jeweiligen Verein das erste Pflichtspiel-Trikot normalerweise meiner Mutter gebe. Ja. Ja, ist natürlich enorm wichtig. Neuer Trainer, neues Spielsystem, neue Spielweise. Ja, die Mannschaft muss sich da auch erst finden und natürlich jeder Erfolg, jeder Sieg, jedes Weiterkommen ist da enorm wichtig und ja, für die Mannschaft auch intern ist es natürlich ein enorm wichtiges Ding, ja. Ich kann sagen, wenn dann die Last abfällt und es ist einfach nach jedem Spiel, dann bin ich schon jeder relativ schnell kaputt und bin dann auch relativ schnell müde und bin dann auch froh, wenn mir keiner mehr auf den Sack geht.